Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind auf dem Trade2G Lorry Account. Ja, und da haben wir heute, ich wollte eigentlich ein Spiel machen, aber es gab ein kleines Problem. Da ich noch in Frankfurt war, irgendwie ich konnte nicht mehr spielen. Ich konnte ein Spiel starten, wir wollten Bundesliga spielen. Beziehungsweise ich konnte auch ein Spiel starten. War dann drinne, aber der Gegner hat irgendwie geschrieben, also wir haben irgendwie 5 Minuten gespielt, ich hatte schön aufgenommen, er hatte auch ein sehr schönes Team, ich hatte Pokal gestartet, er hat ein sehr starkes Premier League Team, glaube ich, gehabt und der Gegner hat dann irgendwie nach 5 Minuten geschrieben, was hat er geschrieben? Irgendwelche 3 Buchstaben, da dachte ich, am Ende war auch ein G, deswegen dachte ich erst irgendwie was mit, dass er Trade2G Lorry meint und mich vielleicht kannte, weil er hatte auch ein Bundesliga-Wappen und sah mir relativ deutsch aus. Allerdings hat er danach dann gar nicht mehr weitergespielt und ja, das konnte ich dann natürlich nicht hochladen. Ich meine, 5 Minuten hatte ich da einen Anstoß gemacht und dann war die ganze Sache auch schon wieder zu Ende. Und ja, aus dem Grund habe ich dann natürlich versucht, ein neues Spiel zu finden, aber wurde dann rausgekickt und kam nicht mehr in Ultimate Team rein. Ich habe keine Ahnung warum. Und da ich auch nur begrenzt Zeit hatte aufzunehmen, musste ich dann halt abends weg und ja, konnte das halt nicht mehr aufnehmen. Deswegen nehme ich jetzt hier was etwas Kürzeres auf, ein bisschen Infovideo-mäßig, aber es muss halt auch mal sein. Und vor allem dann sind die anderen Videos, passen die wieder besser in Zeitplan. Und jetzt hier dieses Video hatte ich eigentlich eben auch schon aufgenommen. Das heißt, da hatte ich mit euch zusammen die neuen Spieler gekauft. Ja, allerdings ist bei meinem Mikrofon der USB-Stecker ganz langsam unten rausgeflutscht. Und ich habe es nicht gerafft. Ich habe es dann erst gerafft, wo ich auf das Aufnahmeprogramm geschaut habe und mich gewundert habe, dass irgendwie der Ton nicht weiter aufgenommen wird. Naja. Ich habe ein bisschen gefailt heute, ein bisschen Pech jetzt dabei. Aber egal, wir machen das jetzt nochmal. Hier im Serie A-Team habe ich jetzt Arturo Vidal gekauft. Denn es standen zur Auswahl Marquisio, wer stand noch zur Auswahl? Pogba und De Rossi, glaube ich, müssten es gewesen sein. War noch wer? Ich glaube nicht. Und die Entscheidung fiel eigentlich ganz knapp zwischen Pogba und Vidal. Aber im Endeffekt hatte Vidal schon noch mit einem gewissen Vorsprung die Nase vorne. Ich denke mal, für unseren zweiten defensiven Mittelfeldposten wird es dann Pogba werden. Finde ich auch gar nicht schlecht. Also die beiden, die sehen halt sehr gut aus. Ja, also hier wieder Gate Channel und so, ne? Ne, Arturo Vidal ist wirklich sehr geil, weil er hat einfach High-High Work Rates, also hoch-hoch. Mit 80 Pace natürlich für die Zentrale sehr gut ausgestattet. Ein 76er Schuss dazu noch. Er ist relativ torgefährlich. Ein 81er Passwert, was sehr gut ist. 82 Dribbeln und noch eine 82er Def. Das sind alles sehr solide Werte. Vor allem er ist auch nur 1,81 groß. Das geht schon klar im ZDM. Und hat einen 72er Kopfball. Das gefällt mir ganz gut, dass der Vidal jetzt hier drin steht. Jetzt haben wir im Serie A Team nämlich schon 2 glänzende Spieler. Und aus dem Grund packen wir uns das nächste Team. Gehen wir mal kurz in die Bundesliga. Bei der Bundesliga haben wir jetzt René Adler dazu bekommen. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, Hövedes hier vor Adler zu stellen. Kriegt er dann auch 9 Chemie, auch wenn er hier nicht die richtige Aufstellung hat. Aber hier, wie gesagt, wollten wir ein Spiel machen. Ich habe auch das Spiel fertig gespielt. Virinha hat irgendwie auch 2 Tore gemacht da. Ja, aber ich habe da natürlich jetzt keinen rausgenommen, weil erstmal lade ich das Video nicht hoch. Oder hab's nicht hochgeladen. Und zweitens, ja, der Gegner hat halt nur 5 Minuten gespielt. Das ist dann relativ sinnlos. Und dann kommen wir gleich auch noch zu was, ja, egal. Das machen wir da gleich. Fangen wir nicht mit was an, was wir noch gar nicht anfangen wollen. Gehen wir in die Premier League. Da hatten wir jetzt Adel Terabt gekauft. Oder Tarabt, ja. Ich nenne ihn Terabt und das ist halt so fertig. Französisches Team, hier können wir dann, ja, können wir ja gleich schon mal einsetzen, ich meine, ihr seht ihn ja eh gleich. So, Beckham kommt auf die Bank, warum? Das zeige ich euch, wenn wir jetzt auf das französische Team gehen. Ligue 1, da haben wir ihn. So, bei Beckham, der kriegt natürlich auch noch seine Aufstellung, der braucht nämlich eine, weil der kriegt nur 6. Bei Beckham sieht es so aus, ihr habt euch eigentlich relativ eindeutig, habe ich mir auch gedacht, für Beckham entschieden. Envia hatte auch ein paar gute Daumen hoch, allerdings denke ich mal, dass Envia dann hier sitzen wird, aber Beckham hatte eindeutig die meisten und deswegen ist Beckham hier drinne. Finde ich auch ziemlich nice, weil Beckham ist halt einfach Beckham.
Base, müssen wir gucken, wie seine Workrates und so sind. 63 ist jetzt nicht der Hammer, aber wenn er immer richtig steht, dann passt das. 85er passt natürlich sehr gut. 74er Schuss, ja, das kommt ihm eigentlich nicht gerecht. Also ein Schuss über 80 hat ein Beckham immer noch verdient. Ansonsten auch das Dribbling ist natürlich relativ unten, aber ich denke mal, die Freistöße werden auf jeden Fall von diesem Herrn kommen. Das sollte klar sein. Was kommt hier noch rein? Vidal kommt hier noch rein. Können wir auch gleich mal draufsetzen. Ja, langsam wird es schon glänzend in einigen Ecken. Also ich finde, es geht eigentlich ganz gut voran. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles drin. Es müssen jetzt wirklich alle Transfers getätigt sein bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und ihr seht, wir haben mit allen Transfers 88.000 Coins. Es ist alles weggegangen, außer Ronaldinho und Cissé. Das heißt, die kommen noch gut und gerne. Joa, 14.000 Coins werden hier noch reinkommen. Das sagen wir von mir aus auch nur 12.000 Coins, die beiden zusammen. Dann sind es aber immerhin 100.000. Ja, dann sind wir. Und ach genau, die beiden kommen natürlich auch weg. Nainggolan, den verkaufe ich, glaube ich, für mehr. Ich glaube, das letzte Mal habe ich einen für 2,5 verkauft. Ich mache den einfach mal für 2,4 drauf. Kann man ja einfach mal machen. Wenn ihr übrigens Spieler einstellt und ihr seid zum Beispiel an der Web-App, ihr habt also die Möglichkeit, zum Beispiel jede Stunde mal zu gucken, da würde ich euch empfehlen, immer nur für eine Stunde reinzustellen. Dann gehen die Spieler, selbst wenn sie überteuert sind, viel, viel leichter weg. Also wenn ihr wirklich an der Web-App seid, ihr seid zum Beispiel abends hier von 8 bis 12 online sowieso und könnt da checken, dann macht den einfach bis 12 Uhr immer nur eine Stunde rein, weil ihr kriegt die da wirklich viel, viel besser los. Wenn ihr natürlich nur einmal kurz Zeit habt zum Reinstellen, dann macht sie so lange rein, bis ihr das nächste Mal checken könnt, damit er halt durchgehend auf dem Markt ist. So sieht es auf dem Tauschstapel aus, da sage ich dann gleich auch nochmal kurz was zu, wie wir da weiter vorgehen werden. Allerdings will ich jetzt nochmal kurz auf was anderes eingehen, nämlich hier, Entschuldigung, auf diese Quitliga. Wir werden es jetzt so machen, wir werden die nächsten Spiele alle im Pokal spielen. Ich denke mal, da werden wir durchaus bessere Gegner bekommen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Spiele da schon gemacht gehabt und da waren es zwei sehr gute Mannschaften. Schade, dass das letzte Spiel nicht stattfinden konnte, weil der Gegner irgendwie nicht gespielt hat. Aber der hatte wirklich auch ein sehr starkes Team. Und ich denke, da kommen auf jeden Fall spannende Spiele zustande. Die Liga, die werde ich ab und an, wenn wirklich mal Zeit ist, werde ich mal ein Spielchen machen. Immer mal ein Spielchen und vielleicht sind wir dann irgendwann mal in Liga 1 und dann können wir ja auch mal Liga 1 Spielchen machen. Allerdings werde ich vorerst, wie gesagt, mit den Jungs hier den Goldpokal spielen. Da können wir natürlich auch mal auf Chemiebolzen treffen. Mal. Aber ja, das ist halt einfach nicht so häufig. Und vor allem, was ich das Schlimme finde, in der Liga, da finden wir ja auch nicht unbedingt nur Chemiebolzen. Da haben wir jetzt auch wirklich auch schon welche gefunden, die keine Chemiebolzen sind. Und trotzdem haben die immer gequittet. Wenn du hier im Pokal einen Gegner findest, da quittet auch mal wer. Aber ich sag mal so, so krass wie das mit den Quits in der Liga war bisher, also auch auf dem anderen Account, auch zum Beispiel Liga 2, wo wir in Liga 2 sieben Spiele und sechs Quits oder so. Das ist halt schon ziemlich heftig. Ich meine, ich dachte, im Pokal wäre das circa gleich, aber im Pokal kriegst du auch mal einen Quit, aber nicht annähernd so häufig viele. Also, ich weiß nicht, das finde ich schon ein bisschen krass. Und deswegen werden wir hier erstmal auf dem Account Goldpokal spielen, was natürlich auch wichtig ist für die Mannschaft, weil ich meine, die Jungs hier, die können sich nach einem Quit eigentlich gar nicht beweisen und fliegen dann trotzdem raus. Und deswegen spielen wir Pokal, da können sie sich dann 90 Minuten lang beweisen und gut ist. Und mit der Bewertung machen wir das so. Im Allgemeinen werde ich entscheiden, ja, okay, der hat mir jetzt gar nicht gefallen, den schmeiße ich raus. Allerdings werde ich mich da auch so ein bisschen von der Bewertung leiten lassen. Ich meine, manche Spieler, das kriegst du gar nicht so ganz mit, was der auf dem Platz getan hat. Und wenn jetzt zum Beispiel hier heißt, Sakho oder so soll der schlechteste sein, nach Bewertung. Dann überlege ich, beziehungsweise gucke, okay, Statistik, der Gegner hat im ganzen Spiel zwei Schüsse aufs Tor zum Beispiel. Ja, dann überlege ich mir, dann sollte der vielleicht nicht unbedingt rausgehen, der Sakho. Dann gucke ich mir natürlich noch die Zweikampfwerte und so an, aber im Endeffekt entscheide ich dann immer, wer mir am schlechtesten gefallen hat. Also wenn dann zum Beispiel, sagen wir mal, das wäre beim Serie A-Team zum Beispiel, jetzt wäre Bonucci angeblich der Schlechteste, hat aber nur, es gab nur zwei Schüsse für den Gegner aufs Tor. Oder zwei Schüsse allgemein, ist ja Latte. Und
Ich finde aber Emanuelsson auf einmal so scheiße, weil er einfach alles daneben geballert hat, irgendwie schlechtes Positioning hatte, nur als Beispiel jetzt. Ja, dann schmeißen wir eher den raus, obwohl Bonucci die schlechteste Bewertung hatte. Und so baut sich das Team, denke ich, auch ein bisschen breit gefächerter auf, weil es sieht einfach so aus, dass bei FIFA die Bewertung irgendwie stark danach geht, was die Leute für eine Position haben. Das heißt, es bleiben im Endeffekt fast immer die Stürmer als letztes stehen. Und das finde ich halt ein bisschen beschissen. Vor allem zum Beispiel im Serie A-Team hat mir jetzt Sahar noch nicht ganz so gut gefallen. Und ja, wenn ich mir dann wieder vorstellen müsste, dass der unbedingt bis zum Ende drinne bleiben muss, ist halt auch scheiße. Und deswegen werden wir das mit der Bewertung so machen. Und jetzt will ich nochmal so zwei, drei kleine Worte zum Trading loswerden. Hier ist anscheinend was weggegangen. Und zwar der Ronaldinho. Ja, ihr wart live dabei, wo Ronaldinho für 12k den Mann verlassen hat. Es steht leider nicht mehr drin. Wir hatten ihn für 3,6 gekauft, aber habt ihr, glaube ich, eben auch gesehen. 3.600 für den Jungen bezahlt. Jetzt ist er für 12 weg. Fast 10.000 Gewinn. Kann man nichts gegen sagen. Nainggolan, ja, den hatten wir jetzt drauf gemacht. Sissoko, ja, das sind ja die alten Spieler. Außer Cissé, der ist auch noch vom Traden sozusagen. Ronaldinho können wir dann auch wegdrücken. Jetzt wollte ich nämlich auch gerade nochmal zum Traden kommen. Ich denke mal, in der nächsten Folge von der Trade to G Lorry wird es entweder, ja, entweder ein Spiel geben oder Trading. Es kommt drauf an. Ich will auf jeden Fall fürs nächste Mal wieder einen ganzen Tauschstapel vollhauen. Das heißt, dass wir dann wieder so, ja, ich weiß jetzt nicht, die mit einbegriffen, so 27, 28, 29, 30 neue Spieler hier für den Tauschstapel. Damit wir dann jetzt als nächstes mal die 150.000 anpeilen. Also ich finde, es geht schon ganz gut los. Also wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon mal erwähnt, nach anderthalb Trading-Episoden im Prinzip sind wir von 40.000 auf 100.000 und wir haben noch, wie viele neue Spieler haben wir gekauft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube 6 Stück. Also hier haben wir 3. Jetzt gucken wir nochmal, was hier sonst noch so glänzt. Ah, 5 Stück. 5 glänzende Spieler haben wir noch dazu gekauft, wo zum Beispiel auch ein Adler dabei ist, der nicht billig ist. Und hier Beckham, ach genau, habe ich euch das gezeigt. Beckham hat 2,5 gekostet. Ist natürlich auch interessant für euch. Ich habe erst geguckt, 3,5 gab es auch kein 3,5,2er. Das heißt, den muss ich selber umstellen. Vidal habe ich für 2,3 gekauft. Und war sonst noch einer? Sonst die anderen habt ihr, glaube ich, hier mitbekommen. Ja, die haben wir live gekauft. Hier, wie man sieht, so ein Adler hat auch 6.000 gekostet. Also im Endeffekt haben wir so gut und gerne, oh, fast 100.000, 90.000 rum. Ich würde mal sagen, 90.000 rum haben wir schon plus gemacht. Innerhalb von, natürlich muss man sagen, wir haben auch für die alten Non-Rare-Spieler haben wir auch Geld wiederbekommen. So ist ja nicht, also das sollte auch klar sein. Aber ich denke mal, so um die 80.000, 90.000 haben wir in anderthalb Trade-Episoden geschafft. Und das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Und als nächstes, wie gesagt, da packe ich hier wieder einen Tauschstapel voll. Und da machen wir das Ding wieder mal voll. Wenn mal ein bisschen mehr Zeit ist, werde ich auch mal versuchen, sowas wie Positionsumstellung und sowas mit reinzubringen. Das heißt, dass wir das vielleicht selber umstellen. Dass ich die in den falschen, in Anführungszeichen, falschen Positionen kaufe. Das habt ihr ja schon gesehen. Zum Beispiel so ein Nainggolan, der eigentlich ZMM ist, dass ich den im ZDM kaufe und teurer verkaufe. Das habt ihr ja schon gesehen. Aber man kann halt Spieler auch selber kaufen zu sehr günstigen Preisen in am besten sehr guten Formationen und kann dann dazu noch eine billige Umformungskarte erbieten und kann die dann selber umformen und für einen guten Preis weiterverkaufen. Und das würde ich euch dann natürlich nochmal richtig erklären. Allerdings braucht sowas ein bisschen mehr Zeit. Deswegen wird es wahrscheinlich im nächsten Teil erst nochmal einen schönen vollen Stapel geben. Vielleicht mit ein paar frischen Spielern, das weiß ich noch nicht. Vielleicht laufen auch die alten gut. Das müssen wir mal gucken. Ich habe da eigentlich eine sehr breit gefächerte Liste, also es sollte auch was Neues dabei sein. Aber was das genau sein wird, das werden wir dann sehen. Ja, ich würde ja so gerne ein Pack ziehen, aber wir dürfen hier, wir müssen sparsam sein auf diesem Account. Wir wollen uns ja unsere Teams zusammentraden und da wir 4 Teams haben, ja, brauchen wir natürlich auch viel Kapital für alle Teams. Ich bin ja echt mal gespannt, was das für Teams ergibt am Ende. Es könnten ganz hübsche Teams werden, definitiv. Es sind ja auf jeden Fall anspruchsvolle Ligen. Ja, hoffen wir mal, dass Gündogan noch
Genau, unser Gündogan steigt bestimmt im Bundesliga-Team. Der kriegt bestimmt eine Inform. Wäre jedenfalls ziemlich geil. Also Gündogan Inform müsste dann ja natürlich kommen. Gustavo Inform wäre auch geil. Gustavo hat doch, glaube ich, das erste... Nee, Boateng. Scheiße, Boateng war das, der das Tor gemacht hat und die Vorlage. Allerdings Boateng Inform wäre auch ziemlich geil. Ist ja mein Zweitlieblingsverteidiger nach Santana in der Bundesliga. Und dann so einen schönen Boateng Inform. Boah, wäre schon nicht schlecht. Aber ich glaube, so viele Spieler wird es nicht geben. Und ich meine, da Bayern und Dortmund so überlegen gewonnen haben, gegen auch nicht die stärksten Gegner. Also Nürnberg ist eigentlich nicht schlecht, aber sie haben halt ziemlich katastrophal gestern gespielt. Und ja, deswegen meine ich jetzt nicht so starke Gegner. Jo, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir sind durch mit den Infos. Ihr wisst, ab was wir ab jetzt erstmal spielen. Ihr wisst, was als nächstes kommt. Ihr kennt die aktuellen Teams. Das müsste eigentlich, jetzt müsstet ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand sein. Auf dem neuesten Stand der Dinge. Und ich würde sagen, ich kann das Ding jetzt hier beenden. Und morgen wird es dann ganz normal weitergehen mit Let's Play, mit Reus Man of the Match, Ronaldo, was weiß ich. Und der Trade to G Lowry. Ja, so wird es ausgehen. Und ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Das wäre es von mir gewesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.